Und du machen wir hier erstmal Continue on Site, Engage on Site. Ja, und probieren wir. Das bedeutet einfach nur, dass er jetzt den Gegner da unten ignoriert, war auf die Entfernung ist das Schussduell sowas von entschieden, bevor es angefangen hat. Und sehr schön. Damit bleibt noch der Sniper. Ja, it's now dark. Noch mal kurz. Ja, genau dort. Das heißt, er will vermutlich. Und da hat meiner keine Chance. Da sollte meiner keine Chance haben. Und wenn ich's. Ja, ungefähr sowas sollte da eigentlich passieren auf die Entfernung. Darum muss ich mit ihm leider weg. Das Gute ist, hier unten ist gerade keine Gefahr mehr. Der ist eigentlich tot, oder? Darum wird darauf kein Schuss verschwendet. Tot, tot, tot. Da, da und da bleiben dann noch die drei übrig. Ich denke, bei ihm ist es am klügsten. Das hast du außerdem sehr gut gemacht. Wenn ich hier außenrum irgendwie wieder zurückgehe. Weil hier muss ich Gefahr laufen, dass er mich abknallt. Auch wenn es länger dauert. Ich gehe da hin. Dort will ich eigentlich auf genau das Teil schießen, wenn es geht. Andererseits will ich nicht riskieren, genau in ihn reinzurennen. Wenn ich. Mal kurz. Zu Testzwecken mache ich mal kurz ein Ignore Enemy auf ihn und renne in die Richtung. Er schießt mich nicht. Okay, er sieht mich nicht direkt. Das ist interessant. Ich gehe einen Schritt nach vorne. Gut, das gefällt mir. Natürlich ist immer noch die Gefahr, was passiert, wenn er hier reinrennt. Dann habe ich ein großes Problem, aber. Das sollte eigentlich. Doch, das mache ich. Und bei dir, ja, mein Raketenwerfer. Was mache ich mit meinem Raketenwerfer? Ich denke, ich mache da nichts besonders Riskantes, sondern probiere nur so einen Glücksschuss da hinten hin. Vielleicht treffe ich ihn ja. Und damit reicht's mir für den Moment. Der Sniper, da macht noch ein paar Probleme. Ja gut, und der Shotgun-Typ, der direkt neben mir steht. Mistkerl. Sehr schön. Ich weiß nicht mal, wer der alte Sack ist und ob der auf meiner Seite ist. Ich glaube nicht. gut. Shotgun-Typen ausgeschaltet. Und er. Das ist eine richtig dämliche Position, weil er braucht ja eine Zeit zum Zielen. Und in der Zeit tötet ihn auch ein Maschinengunner auf die Entfernung locker. Erstmal mache ich dein. Und Cancel Aim dahin, weil hier durch die Tür wird jetzt garantiert nichts mehr kommen.
so schnell. Er ist an der Seite, er in 3,5 Sekunden kannst du einen Haufen Orte hier sein, aber na, ich gehe in die Richtung, ziele dahin. Clear Focus Ignore, den brauchst du jetzt nicht mehr ignorieren. Geh dorthin, ziele dahin, gucke, was passiert, wenn er dahin geht und reinschießt. Das könnte ich schaffen. Aber so, dass ich den Eingang mitdecke. So und dein Ziel machen wir genauso. Das heißt, wenn was die Tür reinkommt, triffst du's. Bei dir. Du sollst dort hintergehen. Ach ja, und mein Raketenwerfertyp. Ich habe eigentlich Angst, ihn irgendwie gescheit zu benutzen, weil. Du gehst erstmal bitte bis hier. Schieß dahin und ich gucke mal, ob ich mir nicht selbst gegen die Wand schieße. Nein, nein, das ist gut. Und gehst dann dahin zurück, falls du es in der Zeit schaffst. Und damit bleibt's für den Moment. Ah, nur noch zwei Gegner, noch vier eigene, wobei der Raketenwerfer jetzt so langsam wirklich ja seine Nutzen verliert, da ich nicht im direkten Zweikampf ist, der einfach ja nur Mist. Okay, das ist auf jeden Fall interessant, dass er dorthin gegangen ist und er dort. Stuttercheck. Gehe ich mal hier durch. Okay. Mal, wenn er in die Richtung gegangen ist. Nein, das sollte mich nicht töten. Das ist gut. Ich bin dorthin und schieße dahin. Gut, ja. Was soll der aus diesem schrägen Winkel schon groß machen? Außer, ich mir jetzt sicher sein kann, muss ich mal kurz den Winkel verändern. Das ist vollkommen sinnlos. Ja. Und ihn bewege ich generell mal hier raus. Da drin bringt er mir einfach gar nichts, weil er zu eingeschränkt ist. Ja, genau das mache ich. Zum Glück muss ich nur verteidigen. Das heißt, ich kann ja ruhig die anderen beiden so stehen lassen. Top belongs to Blue Sunlight. ja. Ich gehe mal so weit, dass ich so gerade darauf schießen kann und dann wieder zurück. Boah, ihn lasse ich erstmal da. Der Rest sieht eigentlich gut aus. Wenn irgendwas hier um die Ecke rumkommt, dann ist es Matsch. Kann ich dich eigentlich auch damit auf Cancel Aim.
Jetzt könnte er fast hier sein. Da habe ich ein Problem. Lassen wir das Ganze und ich lassen wir einfach weiter so zielen. Kein Risiko eingehen. Zumindest nicht, solange ich nicht weiß, wo der Gegner ist, beziehungsweise in meinen Daten 3 Sekunden alt sind. In 3 Sekunden geht in diesem Spiel einiges. Okay. 4,8 Sekunden, das passt gerade nicht. Ach doch, 5 Sekunden ist ein Turn. Ich glaube, das mache ich trotzdem auf die. In der Zeit sollte der eigentlich nicht wegkommen. Dorthin. Du gehst bitte weiter hierhin. Ach ja. Stopp. Nein. Was habe ich da gerade für eine Linie? Gut, danke. Bis dahin und ballerst einfach mal dorthin und dann versteckst du dich wieder hinter der Mauer. Das klingt nach einem Plan. So. Ladebalken. Ihr könnt mir auch direkt den Sieg überreichen. Ich weiß auch eh, dass ich gewinne. Ach, da ist noch einer. Was? Moment, die Linie ist doch voll. Also die Rakete ist doch voll durch den durchgerannt. Gegangen. Okay, damit hatte ich nicht gerechnet, dass beide da sind. Also dass vor allem hier der Typ steht. Ich wollte aber erstmal die Wiederholung. So, das lief ja recht gut. Guckt euch diese Linie an. Da, die geht doch voll durch den durch. Ja. Hoffen wir einfach mal, dass das tatsächlich jetzt das Ende ist. Ich weiß nicht, vielleicht kann er sich noch so gerade wegbewegen, weil der Schuss war gerade erst. Und wenn nicht, er wird nicht reinkommen ins Gebäude. Grins. Nur einen verloren und das auch nur, weil ich am Ende recht aggressiv war, aber sehr schön. Ja, das gibt's beim nächsten Mal. Also, die nächste Mission. Denn das war jetzt, denke ich mal, ein ganz guter Einstieg wieder. Beim zweiten Versuch geschafft, das auch relativ gut und ja, man sieht sich.